Willkommen zurück zu einem neuen Video unserer Radwegweiser-Reihe. Heute zeigen wir euch eine etwa 70 Kilometer lange, leicht zu fahrende Tour vorbei an vielen historischen Plätzen im Ilmkreis. Startpunkt ist die Universitätsstadt Ilmenau. Wir folgen dem herrlichen Ilmtalradweg bis Stadt Ilm, von wo aus wir Richtung Arnstadt weiterfahren. Auf dem Weg dahin durchqueren wir viele kleine Dörfer und radeln entlang großer Felder. In der Bachstadt Arnstadt angekommen, schauen wir uns in Ruhe ihre Wahrzeichen an. Zurück geht es über den Geratalradweg, welcher mit prächtiger Natur und tollen Aussichten glänzt. In Angelroda machen wir einen Abstecher zu den beeindruckenden Kammerlöchern, bevor es in Elgersburg wieder historisch wird. Über das Ilmenauer Zentrum geht es schließlich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der Ilmtalradweg ist der einzige vom ADFC ausgezeichnete 4-Sterne-Radweg Ostdeutschlands. Und wer ihn schon mal gefahren ist, weiß warum. Vor allem die Strecke von Ilmenau bis Stadt Ilm glänzt mit einem durchgängig asphaltierten, breiten Radweg abseits des Autoverkehrs. Im Gegensatz zu vielen anderen Flussradwegen bleibt man hier immer in der Nähe der Ilm und erlebt damit die wahre Schönheit des dazugehörigen Tals. Die Farbe Grün dominiert das Landschaftsbild und in der Ferne tauchen immer wieder neue Hügel auf. Gerade bei diesem schönen Wetter begegnen uns auf dieser herrlichen Strecke auch viele andere Radler und Wanderer. Wir fahren vorbei am ehemaligen Bohrturm der Saline bei Dörnfeld, welcher heute als Naturschutzturm für Vögel und Fledermäuse dient. Am Fuße des Turms begrüßt uns eine ganze Herde von Ziegen. Da Stadt Ilm ungefähr 100 Meter tiefer als Ilmenau liegt und auch der Wind oft günstig steht, sind die ersten 20 Kilometer schnell gefahren. Schon bald erreichen wir das markante Viadukt der 8000 Einwohnerstadt, welches im Rahmen der Eisenbahnrevolution am Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Das Viadukt ist 202 Meter lang und überspannt das Ilmtal. Auch heute wird es noch für die Regionalzugverbindung zwischen Erfurt und Saalfeld genutzt. Die imposante 42 Meter hohe Stadtkirche St. Marien mit ihren beiden Kirchtürmen wurde ab der Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut und im Jahr 1235 geweiht. Sie überstand den Stadtbrand im Jahr 1780 sowie die Kriegsschäden des 20. Jahrhunderts und gilt somit noch heute als das Wahrzeichen Stadt Ilms. Wir verlassen nun den Ilmtalradweg und machen uns auf den Weg ins nordwestlich liegende Arnstadt. Die Landschaft ändert sich nun zu einer flacheren, mit zahlreichen Feldern versehenen Umgebung. Die Wegbeschaffenheit ist teilweise etwas schroffer und an einigen Stellen muss man sich die Straße mit Autofahrenden teilen. Die kleinen, aber teils malerischen Dörfer sorgen für Abwechslung. In Hausen entdecken wir einen Naturerlebnishof und in Marlieshausen sind wir erstaunt über das gut erhaltene Bahnhofsgebäude. Wenig später erblicken wir dann schon die Wachsenburg, eine der drei Burgen, die unter dem Namen Drei Gleichen bekannt sind. Kurz darauf erreichen wir auch schon die ehemalige Residenzstadt der Grafen von Schwarzburg, Arnstadt. Unser erstes Ziel ist hier der Schlossgarten. Ein herrlicher, gut gepflegter Park mit vielen Rastmöglichkeiten. Gleich nebenan befindet sich der Turm des ehemaligen Wasserschlosses Neideck, von dem nur noch eine Ruine geblieben ist. Der Renaissancebau entstand in der Mitte des 16. Jahrhunderts und wurde zum Sitz des Grafen von Schwarzburg-Arnstadt erkoren. Somit wurde Arnstadt zur Residenzstadt. Ende des 18. Jahrhunderts stürzte das Schloss teilweise zusammen, nachdem die Residenz nach Sondershausen verlegt worden war. Der Turm wurde 1945 durch US-amerikanischen Artilleriebeschuss beschädigt. Das Schloss diente für die Jugendserie Schloss Einstein als Außenkulisse des Internats. Im Zentrum der Stadt befindet sich die Liebfrauenkirche. Sie wurde im 12. und 13. Jahrhundert errichtet und gilt als wichtigster Kirchenbau der Übergangsphase von der Romanik zur Gotik in Thüringen. Sie birgt mit knapp 4400 Kilogramm eine der schwersten Glocken der Thüringer Landeskirche.
Die Papiermühle ist ein prächtiges Schmuckfachwerkhaus, das 1633 für den Papiermacher Joachim Keisner gebaut wurde. Auf dem Marktplatz blicken wir bei einem Eisbecher auf die auffällige Fassade des städtischen Rathauses. Das leuchtend rote Gebäude wurde im Stil der Renaissance am Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. In lässiger Pose schaut die Bronzestatue des jungen Johann Sebastian Bach in die Ferne. Der berühmte Organist erhielt im Jahr 1703 in der neuen Kirche Arnstadt seine erste Anstellung. Es wird Zeit, Arnstadt wieder zu verlassen. Der Weg führt uns dabei unter einem weiteren Wahrzeichen der Stadt hindurch. Das Riedtor, ein Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Nebenan steht der Turm der ehemaligen Jakobskirche. Wir verlassen Arnstadt in südlicher Richtung und folgen der Ausschilderung des Gerathal-Radwegs. Die historischen Gebäude der Stadt weichen nun einer beispielhaften Landschaft. Der Frühling zeigt sich uns von seiner schönsten Seite. Wir genießen den Weitblick auf immer höher werdende Hügel und durchfahren abgelegen wirkende Dörfer. Die Kammerlöcher sind eine Reihe von Felsabstürzen und werden in der Sage Die Zwerge der Kammerlöcher als Felsenlabyrinth dargestellt. Schaut man von oben auf die Löcher hinab, kann man durchaus diesen Eindruck gewinnen. Für den Weg nach unten entscheiden wir uns für eine etwas holprige Strecke. Generell wäre es besser, das Fahrrad für den Besuch der Kammerlöcher unten auf dem Parkplatz stehen zu lassen und den Aufstieg zu Fuß zu erklimmen. Geraberg ist Standort der Thermometerindustrie. Noch 1990 wurden 2000 Menschen im ortsansässigen Thermometerwerk beschäftigt. Wer sich auf die Spuren der örtlichen Traditionsindustrie begeben will, dem sei das Thermometermuseum empfohlen. Unsere nächste Station ist das imposante, hoch auf einem Porphyrfelsen gelegene Schloss Elgersburg in der gleichnamigen Stadt. Die Elgersburg wurde im 11. Jahrhundert erbaut und diente zum Schutz der Salzmannstraße. Herzog Karl Eduard veranlasste Anfang des 20. Jahrhunderts den Ausbau der Elgersburg zu einem Schloss. Das Bauwerk befindet sich dank zahlreicher Renovierungen in einem sehr guten Zustand und wird heute unter anderem als Hotel genutzt. Dem hügeligen Moortal-Radweg folgend erreichen wir nun wieder unseren Startpunkt Ilmenau. Auf dem Marktplatz statten wir Johann Wolfgang von Goethe vor dem Goethe-Museum einen kleinen Besuch ab. Danach fahren wir am Technikum der örtlichen Universität vorbei, welche stark ingenieurwissenschaftlich geprägt ist und aktuell fast 5000 Studierende zählt. Die Tour endet am Bahnhof Ilmenau, aber wer noch Zeit hat, dem sei ein Abstecher zu den Ilmenauer Teichen, gleich hinter den Bahngleisen empfohlen. Mit einer Fläche von etwa 100 Hektar sind sie eines der größten Feuchtgebiete Thüringens. Das Gebiet mit Blick auf den Hausberg Ilmenaus, den Kickelhahn, wird von Einheimischen und Touristen als Erholungsgebiet geschätzt. Diese Radtour können wir sowohl Kulturinteressierten als auch Naturfreunden wärmstens empfehlen. Landschaftlich beeindrucken das Ilm und das Geratal. Beide dazugehörigen Radwege bleiben der Flussführung größtenteils treu. Der Abstecher zu den Kammerlöchern ist sehr empfehlenswert. Mit ihm zusammen erreicht die Tour eine Bewertung von 4 von 5 Zelten. Kulturell wird einiges geboten. Vor allem in Arnstadt können zahlreiche historische Gebäude bestaunt und interessante Museen besucht werden. Auch Stadt Ilm und Ilmenau sind für Kulturinteressierte reizvoll. An vielen Orten entlang der Route besteht die Möglichkeit zur Einkehr in eine Eisdiele oder in einem Restaurant. Von daher vergeben wir 4,5 von 5 Zelten. Dank der gut bis sehr gut ausgebauten Radwege und der bis auf den Abschnitt von Elgersburg bis Ilmenau eher geringen Steigungen ist diese Radtour auch für Gelegenheitsradler geeignet. Trotzdem ist wegen der Länge von 69 Kilometern eine gewisse Grundkondition erforderlich. Wir bewerten sie somit mit 2,5 von 5 Zelten. Technisch gesehen ist die Tour wenig anspruchsvoll.
Nur selten führt einen die Strecke über unbefestigte Wege. An ein, zwei Stellen ist der Untergrund allerdings etwas schotterig. Allein der Weg zu den Kammerlöchern besteht aus schmalen Singletrails und verwurzelten Wegen. Da der Abstecher aber auch zu Fuß erreicht werden kann, fällt er aus der Wertung. Wir vergeben hier 2 von 5 Zellen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und ihr Lust bekommen habt, die Tour nachzufahren. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Video.